Die Corona-Pandemie bringt verschiedene Probleme für die Zukunft mit sich, unter anderem den immensen Schuldenberg. Wie soll dieser getilgt werden, ohne die finanziellen Mittel für den Bildungssektor noch weiter einzuschränken und die Schuldenlast unserer jungen Generation aufzubürden? Wie kann trotz dieser Belastungen ein Aufbruch nach der Pandemie gelingen, der alle relevanten Aspekte Mensch, Tier und Natur einbezieht und gebeutelten Branchen, etwa der Kultur, gezielt unter die Arme greift? Der Schuldenberg, das war schon vor Corona ein großes Problem, jetzt ist es einfach noch schlimmer als vorher. Wir müssen trotzdem die Schuldenbremse reformieren, wir brauchen eine Investitionsregel. Das heißt, wir müssen auch in Zukunft digitale Infrastruktur und Bildungseinrichtungen gut ausbauen können, ohne dass es durch die Schuldenbremse gestoppt wird. Grundsätzlich, wenn wir die klimaschädlichen Subventionen streichen, dann sparen wir schon über 50 Milliarden Euro ein. Wenn wir Steuergerechtigkeit schaffen, das heißt kleinere und mittlere Einkommen entlassen und einen Spitzensteuersatz einführen, kriegen wir weitere Milliarden jährlich dazu, die wir auch für den Schuldenabbau und für die sozial-ökologische Transformation einsetzen können. Mit den öffentlichen Geldern muss sorgsamer umgegangen werden. Das klappt durch mehr Transparenz im Haushalt, in der Ausgabe von Geldern. Schlagworte, wo das überhaupt nicht geklappt hat in den letzten Jahren, das ist die PKW-Maut, die hat Unsummen von Geldern verschleudert, oder auch die Beraterverträge der Bundeswehr. Die Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen, die muss abgeschafft werden. Und auch eine echte Digitalkonzernsteuer eingeführt werden, damit Facebook und Co. auch hier Steuern zahlen. Auch die Finanztransaktionssteuer ist ein ganz wichtiges Schlagwort dabei. Kultur und kulturelle Bildung, das ist ein selbstverständlicher Teil für uns, für die Daseinsvorsorge. Und deswegen wollen wir Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern. Für eine vielfältige Kulturlandschaft braucht es aber auch Absicherung für die Kulturschaffenden, ja, die trotzdem Freiräume und künstlerisch und kreatives Schaffen ermöglicht. Für die Zeit der Corona-Krise sollen sie mit einem Existenzgeld von 1200 Euro im Monat abgesichert werden. Die Künstler-Sozialkasse KSK muss finanziell gestärkt werden und die Rechtssicherheit für die Mitgliedschaft in der KSK geschaffen und die freiwillige Weiterversicherung ermöglicht werden. Es muss sichergestellt werden, dass auch generell die Urheberinnen für ihre Werke eine angemessene Vergütung bekommen, indem sie zum Beispiel stärker beteiligt werden an den Gewinnen der Vertriebsplattform. Bundesregierung und Landesregierungen haben beim Management der Corona-Krise jämmerlich versagt. Die Einhaltung der AHA-Regeln reicht aus, damit Gastronomen, Hoteliers, Künstler und Selbstständige endlich wieder ihr eigenes Geld verdienen können. Und ich bin auch entschiedener Gegner einer Verschärfung der Corona-Maßnahmen und Corona-Regeln. Wir müssen jetzt unsere Volkswirtschaft endlich wieder ans Laufen bekommen. Denn wenn wir nicht genug Geld erwirtschaften, das heißt Bürger und Unternehmen nicht genug Steuern zahlen, wird der Staat auch mehr Schulden machen müssen und damit der jungen Generation noch mehr Lasten aufbürden. Wir müssen doch endlich mal wieder an das Engagement, an die Leistungsbereitschaft und an die Qualifikation unserer Bürger und Unternehmen glauben. Die haben uns doch auch in der Vergangenheit durch Krisen und Katastrophen durchgebracht. Und deswegen, wir müssen entbürokratisieren, wir müssen entfesseln und nicht noch mehr Regelungen und mehr Vorschriften einführen. Wir brauchen also endlich wieder ein klares Ja zur Normalität. Wir müssen zurück zur Normalität. Die finanzielle Situation durch die Corona-Pandemie ist ja für viele Selbstständige und gerade Solo-Selbstständige eine absolute Katastrophe. Wir als Freie Wähler haben hier schon zur Landtagswahl das Entschädigungsgesetz für Solo-Selbstständige gefordert. Denn wer unverschuldet durch staatliche Maßnahmen seinen Job nicht mehr ausüben kann, der muss dafür entschädigt werden. Denn diese Leute tragen hier signifikant dazu bei, indem sie ihr Geschäft nicht mehr fortführen, das Pandemiegeschehen einzudämmen. Grundsätzlich ist es jetzt ein Zeitpunkt, in dem man meiner Meinung nach antizyklisch investieren muss. Das ist ein bisschen wie auf dem Aktienmarkt. Wir haben jetzt eine Phase, in der wir in die Wirtschaft, in unsere Gesellschaft, in unsere Bildung, in die Bereiche, die uns nach vorne bringen, denn Deutschland ist ja nun mal ein Bildungsstandort, wir haben wenig Ressourcen, wir müssen da jetzt rein investieren und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Investitionen sich auch über die zunehmende Wirtschaftsleistung in der zukünftigen Generation amortisieren wird. Die Unternehmen, die wir jetzt retten und die Selbstständigen und Handwerksbetriebe, die wir jetzt erhalten, stellen die Ausbildungsplätze für die zukünftige Generation. Von daher ist das ein System, was aus sich selbst heraus zum Tragen kommen wird. Wir dürfen aber keine Angst haben, Geld in die Hand zu nehmen. Corona hat alle sehr gebeutelt. Wir stehen vor großen Herausforderungen, Haushalte wie Sozialsystem wieder neu auf festen Boden zu stellen. Wir müssen, glaube ich, darüber nachdenken, inwieweit wir Bürokratie abbauen können, inwieweit wir den Menschen Eigenverantwortung zutrauen, weil ich glaube, wir können so, wie wir also die letzten Jahrzehnte gelebt haben,
unsere Sozialsysteme und unsere Haushalte nicht überfordern, weil damit auch der Gestaltungsspielraum für zukünftige Generationen eingeschränkt wird. Deshalb ein Patentrezept habe ich nicht, aber meine Vorstellung geht in Richtung mehr Eigenverantwortung, mehr Freiheit für den Einzelnen. Die 20er Jahre müssen ein Investitionsjahrzehnt sein. Um Klimaneutralität und die Transformation der Industrie zu erreichen, moderne Mobilität und ein gut ausgestattetes Bildungssystem zu ermöglichen, genau dafür braucht es diese massiven Investitionen. In der Pandemie ist die Schere zwischen Arm und Reich noch einmal weiter auseinandergegangen. Das gefährdet den sozialen Zusammenhalt und ist auch wirtschaftlich gesehen schädlich. Deswegen werden wir geringe und mittlere Einkommen konsequent entlasten und wir sorgen dafür, dass sich sehr wohlhabende Menschen stärker an der Finanzierung unseres Gemeinwesens beteiligen. Die Vermögenssteuer werden wir für riesige Vermögen und mit hohen Freibeträgen versehen wieder einführen. Infrastruktur verkommen zu lassen und Zukunftschancen dem Fetisch der schwarzen Null zu opfern, das ist für uns keine Option. Die Corona-Schulden müssen wir so schnell wie möglich zurückzahlen, denn nur so bleibt Deutschland handlungsfähig und nur so hinterlassen wir auch unseren Kindern eine solide Finanzsituation. Deshalb stehen wir Freien Demokraten zu der im Gesetz verankerten Schuldenbremse und ebenso für solide, investitionsorientierte Haushaltspolitik. Ich denke, jede Generation wird ihre Herausforderungen haben und braucht dafür auch ihren finanziellen Handlungsspielraum. Und diese Einnahmen können wir nur gewinnen, indem wir eben eine starke Wirtschaft haben, starke Unternehmen, die eben diese Steuern auch zahlen können. Und deswegen brauchen wir jetzt einen Modernisierungsschub und der es uns einfach erlaubt, uns zu entfalten, zu modernisieren, zu entfesseln, dass wir eben für die Zukunft uns aufstellen können und entsprechend investieren können.